Die Befreiung von Fremdbeeinflussung wäre ein ganz großer Schritt für die Menschheit, in ihre eigene Kraft zu kommen, in ihre eigene Verantwortung zu kommen und das Leben so zu gestalten, wie sie es möchten, wie wir es möchten. Ich möchte euch heute anhand der Luminärengel erklären, wie das möglich ist. Und schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an, damit du alle Informationen bekommst und auch diese Botschaft der Luminärengel empfangen kannst. So, und jetzt kommen wir zu unserem Thema der Gedankenmanipulation, der Fremdbeeinflussung. Und diese Fremdbeeinflussung, die findet ja wirklich auf allen möglichen Ebenen statt, nicht nur auf einer, wie wir damals gedacht hatten in der C-Zeit. Und wer damals in der C-Zeit sich entschieden hatte, nichts mit dieser Piekserei mitzumachen, der hat wirklich einen guten Schritt getan. Aber die Gegenseite ist ja nicht ruhig, sie versucht auf allen anderen Ebenen die Menschen unbewusst zu beeinflussen und in eine Richtung zu lenken. Aus diesem Grund bin ich so froh, dass die Luminärenergie auf die Erde gekommen ist, denn wir haben ja am Festival einen Spalt in die Matrix machen dürfen, machen können. Es hat geklappt und ich bin da so sehr froh darüber. Und seitdem haben wir die Luminärengel bei uns. Und sie werden ja nachher in der Botschaft auch wirklich intensiv an uns arbeiten, um diese Fremdbeeinflussung zu lösen. Jedoch solltet ihr dennoch darüber Bescheid wissen. Und zwar, es ist ja, wenn du draußen in den Reden der Machthaber, wenn du dazu hörst, kannst du ja eigentlich bei jedem Thema eine Lüge erkennen. Und das heißt also für uns eine Lüge, es war nicht nur die C-Zeit eine Lüge, es fängt ja jetzt in den Kindergärten an, man möchte den Menschen ihre Identität rauben. Man möchte sie so unsicher machen, dass sie nicht mehr genau wissen, wer bin ich denn überhaupt? Also was hier bei den Kindern als Beeinflussung stattfindet, ist schon sehr katastrophal. Also es ist wirklich auf jeder Ebene eine Agenda, die alle zusammen das gleiche Ziel haben, den Menschen ihre Identität zu berauben. So dass die Menschen, wenn du nicht mehr weißt, wer du bist, wenn du dieses Selbstbewusstsein verlierst, und das verlierst du dadurch, so dass du mit ihnen alles Mögliche machen kannst. Und wenn du alle die Teile zusammen anschaust, die gerade stattfinden, ich habe noch lange nicht alle genannt, und also es heißt, da mit diesen Teilen möchte man wirklich jeden Menschen einfangen. Und es ist eine innere Stärke, ein inneres Bewusstsein, eine Erhöhung des Bewusstseins, die nötig ist, das zu erkennen und dann auch einfach sich nicht beeinflussen zu lassen. Und Stärkung bekommen wir durch die Luminärengel, einfach weil sie, wenn du mit ihnen in Bezug kommst, sofort dein Bewusstsein erhöhen, dich sofort rausheben aus dem, was hier geschieht, dich selbst erkennen lassen. Und das ist das Wichtige, dass wir uns immer wieder erkennen, immer wieder wissen, was für uns wichtig ist, für was wir hier auf der Erde sind. Jeder hat ja einen Auftrag, und dieser Seelenauftrag, den verlieren wir, den Bezug dazu, wenn wir uns beeinflussen lassen. Und deswegen ist es wichtig, dass jeder für sich entscheidet, welchen Weg gehe ich, wie gehe ich weiter, mit welchen Engeln bin ich am liebsten zusammen, mit welchen Sternenwesen, mit welchen spirituellen Lehrern, wo kann ich mich selbst dabei finden, wo schwingt die Liebe und wo spürst du keine Beeinflussung. Weil das ist wichtig, dass du selbst deine Freiheit für dich in deinem Herzen erkennst und diesen Weg gehst. Es gibt ganz viele Angebote. Wichtig ist es, für dich selbst zu finden, wo ist Liebe spürbar? Wo ist das Licht spürbar? Wo bin ich frei? Wo kann ich sein, wie ich bin? Und das ist ein Weg, den wir durch die Luminärengel leichter gehen können. Und das ist so schön. Und jetzt gerade nachher werden wir ja in dieser Botschaft wirklich eine Befreiung von dieser Fremdbeeinflussung bekommen.
um dann noch viel stärker für uns zu fühlen, was ist für uns richtig und wichtig. Und was die Luminärengel ja auch bringen, und das hatte ich im letzten Video ja erzählt, ganz viel Unterstützung und Heilung bei den Schmerzen, auch bei chronischen Schmerzen. Und das ist so ein großes Geschenk, denn sobald du krank bist, sobald jemand krank ist, fühlt man sich schwach und hat keinen Elan mehr und ist irgendwie ja so träge und möchte eigentlich gar nichts mehr machen. Und da gibt es Abhilfe. Es gibt wirklich diese große Abhilfe durch die Energien und durch die Techniken, die wir alle von den Luminärengeln bekommen. Wir haben ja 3 Webinare und wir haben also jetzt August, September, Oktober, jeweils am letzten Samstag im Monat haben wir ein Webinar mit den Luminärengeln zur Heilung, mit den neuesten Techniken der Neuzeit, der neuen Generation, die es vorher nicht gegeben hat. Und wir haben im November das wunderschöne, exklusive Heiler-Seminar in Marburg, wo ich persönlich dort sein werde und wo ich mit jedem Einzelnen arbeiten werde. Also wir machen Gruppenübungen zu zweit und ich unterstütze wirklich jedem so, dass ihr vollkommen mit diesen schönen Heiltechniken dann auch arbeiten könnt. Das ist das, was mir so große Freude und Kraft gibt, dass doch von der geistigen Welt immer wieder die besten, schönsten Energien zur Verfügung gestellt werden, die uns einfach kräftigen und stark machen. Unter dem Video, schaut mal, da findet ihr Links und Informationen. Schaut euch das an, das ist ganz wichtig. Ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen gar nicht wissen, dass unter dem Video wichtige Dinge auch noch stehen, ihr Lieben. Ja, und jetzt bin ich ja schon so weit, dass ich sage, okay, ich lade die Luminärengel ein. Wir werden zusammen diese Botschaft jetzt hören. Und ich nehme jetzt erstmal hier dieses Auraspray, das Luminärlicht, um mich vorzubereiten. Und dann auch noch das Auraspray, das ist die gleiche Flasche, zur Gedankenbefreiung. Und die Gedankenbefreiung, das ist ganz wichtig, denn allein schon dieses Auraspray hilft dir, frei zu werden, deine eigene Schöpferkraft zu fühlen und zu leben und zu gehen. Das ist ganz, ganz wichtig und ich lege euch einfach ans Herz, seid in eurem Herzen, findet euren Weg und geht diesen Weg. Lasst euch nicht beeinflussen von äußeren, manipulativen, unbewussten, manipulativen Dingen, die von den Machthabern gesagt werden. Bevor wir jetzt gleich zu der Botschaft kommen, möchte ich euch noch sagen, wir werden die Musik länger abspielen. Ihr könnt euch noch länger von diesen wunderschönen Energien berühren lassen und darin baden. Genießt es einfach so, wie ihr möchtet. Und ich werde mich auch nach dem Channeling nicht extra verabschieden, weil dann eben die Energie sonst unterbrochen würde. Das mache ich jetzt schon. Ich bedanke mich sehr, dass ihr heute hier wart. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut es bitte. Vor allen Dingen, weil ihr dadurch immer die neuesten Energien und Botschaften von der geistigen Welt bekommt. Und auch wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr sofort informiert. Ich danke euch sehr für alles. Eure Nirjana. So, und jetzt kommen wir zu dieser Botschaft von den Luminärengeln, um uns zu befreien von den Manipulationen und um uns zu stärken. Einströmt unsere Energie, unsere Liebe, unser Licht und einströmt unsere Dankbarkeit und Hoffnung, euch auf einem guten Weg zu führen, euch auf diesem Weg begleiten zu dürfen, denn das ist unser Wunsch. Und so treten wir jetzt vor dich hin. Und wenn du erlaubst, dass wir zu dir sprechen, dann darfst du jetzt dein Herz öffnen.
dein Herz öffnen zu unserer bedingungslosen, vollkommensten Liebe aus der Wirklichkeit, die wir dir heute als Geschenk übergeben. Wir sehen, was im Moment geschieht auf der Erde, denn wir sind zusammen mit den lichtvollen Engelwesen, mit den lichtvollen Sternenwesen und beobachten, was geschieht. Und aus diesem Grunde haben wir die Luminea-Energie auf die Erde gesendet, um euch zu unterstützen. Und so ist es jetzt gerade wichtig, euch aus den Energien der manipulativen Formen hinaus zu helfen. Es ist uns sehr wichtig, euch diesen Weg zu zeigen, die Freiheit zu finden, die Freiheit der Gedanken, die Freiheit des Bewusstseins und vor allen Dingen die Freiheit eurer Seele zu fühlen und zu unterstützen. Denn es ist die Seele, die euch den Weg zeigt, den ihr gehen sollt. Der Weg, der für euch gut ist, den kennt wirklich nur eure Seele. Diesen Weg kennt wirklich nur eure Seele und diesem Weg dürft ihr vertrauen. Und so sind wir heute hier, um euch dabei zu unterstützen. So werden wir nun Energien senden, welche alles, was von einer fremden Beeinflussung in eurer Aura schwebt oder in eurem Geist sich einnisten möchte, von diesen Energien werden wir euch befreien. Und so darf jeder für sich selbst entscheiden, ob er jetzt dabei sein möchte. Und wenn du dabei sein möchtest, lege deine Hände auf dein Herz. Nimm einen tiefen Atemzug. Und öffne dich unseren Energien, die wir nun reinigend und liebevoll zu dir senden. Sie fließen durch deinen ganzen Körper, von Zelle zu Zelle, von Auraschicht zu Auraschicht, von Chakra zu Chakra. Sie fließen durch dich hindurch und finden die Stellen, die geheilt werden möchten, die transformiert werden möchten in Licht und Liebe. Und so lass es geschehen, diese Übertragung geschieht jetzt ohne Worte. Und so ist es geschehen. Wertvolle Energien wurden übertragen. Eine intensive Reinigung hat dich befreit von vielen Dingen, die hinderlich für dich sind. Du wurdest neu aufgestellt, neu aufgebaut und gestärkt, dein Leben kraftvoller zu leben. Und so fühle die Energien in deinem Körper, denn sie suchen sich ihren Weg und sie wirken für dich in der höchsten Energie der Liebe. Und wir sind sehr stolz auf dich,
denn dein Weg in die Heilung hat begonnen. Dein Weg in deine eigene Verantwortung hat begonnen. Denn du bist es, der sein Leben bestimmen sollte. Und niemand anderes darf dies tun. Und so senden wir dir den Gruß der Liebe, den Gruß des Lichtes direkt in dein Herz hinein. Es war uns so eine große Freude, heute für dich da zu sein. Und so lasst uns zusammen den Segen des Lichtes genießen, währenddessen wir uns jetzt von euch verabschieden. Du kannst weiterhin in dieser Energie bleiben, um deine Seele zu regenerieren, um deinen Körper zu erneuern und deinen Geist zu stärken. In tiefer Liebe, die Luminärengel.